Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ja, es geht heute hier um die neuesten Spiele von Aerosoft und zwar was Aerosoft 2022 im Petto hat, beziehungsweise wie der Entwicklungsstand einiger Spiele ist, weil man muss ja ganz klar dazu sagen, nicht alles was vorgestellt wird, kommt ja dieses Jahr auch noch raus, beziehungsweise weiß man auch gar nicht so richtig, kommt es nächstes Jahr schon raus. Ja, aber es ist ein aktueller Stand, eben einfach mal, was bei Aerosoft so alles im Hintergrund passiert, welche Spiele gerade in der Entwicklung sind und ich durfte auch ein paar Interviews mit den Entwicklern führen. Das haben wir einfach mal komplett für euch zusammengefasst in diesem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, vielleicht auf welches Spiel freut ihr euch am meisten, welches Spiel findet ihr am interessantesten und ja. Ansonsten lasst gerne ein Däumchen da. Ich freue mich auf Aerosoft, auf das persönliche Treffen auf der Gamescom. Vielleicht sehe ich auch einen von euch da draußen. Dich zum Beispiel. Wenn ihr dort seid, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr da seid. Ich bin von Mittwoch bis Samstag anwesend. Genau, so ein Ding ist das. In diesem Sinne, jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit dem Video. Euer Manus. Das sind eine ganze Menge Sachen, sind hier jetzt noch nicht final. Aber ja, alles was so Fahrphysik angeht, Kransteuerung, da sind wir jetzt schon extrem weit. Also du kannst sehen, dass das hier, wir das quasi alles berechnen. Also das ist hier quasi unser Endgegner mit aktuell 24 Achsen im Trailerbereich und nochmal die 4 Achsen vom Zugfahrzeug dazu. Das ist ja Wahnsinn. Alles physikalisch komplett berechnet. Jede Bordsteinkante, Fahrzeug, Nivellierung, Schwanenhals, das tariert sich alles selbst aus. War ein ganz schöner Akt. Also das wäre jetzt mal so meine Frage gewesen. Passiert das alles automatisch und ich muss quasi nur darauf achten, dass ich die Zugmaschine richtig lenke oder sowohl als auch. Wir haben eine Steuerung gebastelt für die Auflieger, was die Lenkung angeht, die bei unseren jetzt Tests aktuell so in 90% der Fälle eigentlich gereicht hat, um das automatisiert quasi zu bewegen. Mhm. Also das Fahrzeug stabilisiert sich im Prinzip im Lauf selbst, versucht die Kurvenradien so kurz wie möglich zu halten und wir arbeiten aber parallel dazu noch an so einer, sag jetzt mal, händischen Steuerung, also dass du die Möglichkeit hast, auch als Spieler den Nachläufer nochmal selber zu kontrollieren. Ja, okay. Also den hinteren Teil des Trailers. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend, gerade weil so Ortsdurchfahrten bzw. den engeren Landstraßen. So, also das ist jetzt hier also die Größenordnung, wo wir im größten Bereich quasi hinwollen. Ah, oh, okay, krass. Und also der ist jetzt schon soweit, die Beladungssicherung so, das ist noch nicht da, aber der ist halt auch schon, also von der Physik her komplett abgestimmt und funktioniert. Und das ist schon krass. Da geht's ja also, Schwertransport ist ja immer so eine Sache für sich, aber das ist ja jetzt hier wirklich mal Schwertransport, ne? Ja, also wir haben so 3 Stufen an Missionen geplant. Die unteren Stufen sind gar nicht so weit weg von, ich sag jetzt mal, normalem Fernverkehr. Hm. Und geht dann halt hoch bis zu dieser Größe. Habt ihr auch Innenraum? Also von innen, First Person? Ja, also wir haben ein komplett, wir hatten ja bei On the Road, hatten wir ja auch schon den Avatar, aber es gibt auch wieder Cockpits auf jeden Fall. Und halt jetzt auch einen wirklich real in der Welt existenten Avatar. Und das ist nicht mehr einfach irgendwo eine schwebende Kamera, sondern ich bin da halt wirklich mit einer Person unterwegs. Ah ja, sehr geil. Läuft noch ein bisschen wie ein Bauer, aber. Nee, aber das ist schon okay. Also das ist klar. Achso, die Fahrzeugdetails, da sind wir schon ganz happy damit. Also inklusive irgendwelchen Druckluftverbindern und alles da quasi. Welche Engine läuft denn das? Das ist Unity. Ah, okay. Das sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Danke. Also auch von der Grafik gefällt mir echt gut. Wie viele Schwertransporte wird es geben? Oder sag mal, was erwartet so den Spieler? Wie viele Aufträge und so weiter und so fort? Oder gibt es eine Kampagne direkt, wo ich quasi. Quasi du hast so ein bisschen wie eine Karriere, dass du als Fahrer anfängst. Also es geht nicht mehr darum, wie bei On the Road sich eine Firma aufzubauen, sondern du fängst halt als Fahrer bei der Universaltransport an. Ja. Und fängst dann halt erstmal mit kleineren Touren, kleineren Fahrzeugen an. Und es gibt auch einen Transporter, also für die Routenvorbereitung, also dass du quasi so Problemstellen wie Brücken, die nicht allzu viel aushalten oder irgendwelche Engstellen erstmal spotten musst, damit du dann die Routen überhaupt machen kannst. Ja. Und dann werden halt mit der Zeit die Fahrzeuge immer größer. Ja, okay. Und
Also aktuell offizieller Status ist 20 plus Missionen, die du aber auch immer wieder machen kannst. Ja. Ändern sich, und ändern sich die Routen? Ach, sorry. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Routen. Wir haben auf der Spielwelt haben wir mehrere so Hotspots gemacht. Also das gibt da Yachthäfen, es gibt ein Kraftwerk, Steinbruch, ein Flugzeug, eine Flugzeugwerft, ein was haben wir noch schönes? Mehrere Bauernhöfe. Und je nachdem, was du für eine Beladung bekommst, bekommst du halt unterschiedliches Fahrzeug gestellt mit einer unterschiedlichen Beladung. Also ich weiß nicht, ob du jetzt hier die Yacht sehen kannst. Ja, warte. Sehe ich. Also ich weiß nicht, ob der Stream jetzt gerade wieder läuft. Ja, läuft. Sieht natürlich krass aus, ne, mit dieser Yacht da. Ja, also es gibt halt eben, je nach Beladung gibt es halt auch unterschiedliche, natürlich ganz unterschiedliche Touren auf der Spielwelt. Also wir haben eine, ursprünglich war mal geplant, so in etwa ein Zehntel der Spielwelt von OTR zu machen. Es ist ein bisschen mehr geworden am Ende des Tages jetzt. Mhm. Ah, hier kann man jetzt mal schön bei dem Video sehen, wie die ganzen Achsen halt auch mitmachen über die Bodenunebenheiten und so. Und das ist, macht ja schon Spaß. Also mir persönlich Spaß dabei zuzuschauen. Es ist wirklich, also es ist, ist eine coole Sache, es ist ein tolles Konzept und ist auch eine super Idee. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sowas in irgendeiner Art und Weise schon in der Ausführung gibt. Weil klar, ETS hast du ja auch. ETS ist, glaube ich, so auch das bekannteste ja am Ende, was ja auch schon extrem lange auf dem Markt ist. Aber da hast du auch so ein paar Schwertransporter, aber nicht in diesem Ausmaß. Hier haben wir jetzt mal noch ein bisschen was vom Kran quasi. Also du siehst, es gibt auch Fahrzeuge, die nicht so riesig sind. Also man wird das jetzt gleich bei dem Tieflader sehen. Ja. Wir wollen halt, dass der Spieler auch ein bisschen rangeführt wird. Also deswegen haben wir auch eine relativ kondensierte Spielwelt gebaut, die halt mit Flachland und relativ wenig Anspruch im Vergleich jetzt, ne, ja, beginnt, wo ich in der Nähe halt von der Küste bin. Und geht dann im Laufe des Spielverlaufs halt weiter ins Inland rein und dort wird halt einfach die Topografie bergiger und die Straßen, die Anforderungen halt an das eigentliche Fahren halt dann auch aufwendiger. Ah, okay. Und was machst du jetzt mit dem Schwerlastkran? Musst du den transportieren? Musst du den verladen auf den Tieflader oder was? Du kannst den tatsächlich nutzen. Also ich mach das jetzt hier in dem Video auch gleich. Ach, du lädst quasi die Ware ab? Mhm. Also die komplette Kranphysik ist also jetzt zu 90% schon fertig. Ja. Bei dem Kran gab es hier noch ein paar Probleme, weswegen die Stützhüsen noch nicht ganz rausfahren. Mhm. Und dann kannst du quasi mit dem Kran, kannst du das dann quasi abladen. Ja. Also der Kran ist jetzt quasi voll funktionsfähig. Wie gesagt, es gab hier zu dem Zeitpunkt, als die Aufnahmen entstanden sind, gab es noch auch so vom Modell her noch ein paar Schwierigkeiten. Ja. Aber das steht alles kurz vor Fertigstellung. Also unser festes nächstes Ziel ist ein wirklich richtiger Trailer fürs Projekt und eine anspielbare Station für die Gamescom. Sehr schön. Ja. Habt ihr eine Richtung Release-technisch, wo das hingehen wird? Ich hätte sehr gerne Weihnachtsgeschäft dieses Jahr, aber ob das umsetzbar ist, das kann ich noch nicht sagen. Es spielen ja weiterhin die aktuelle Situation mit rein, die wir draußen haben. Nicht nur Corona. Wir haben halt doch relativ viele Outsourcing und auch Teile unseres Teams sitzen in der Ukraine, das ist halt schwierig. Ah, okay. Und dazu kommt halt nochmal die Portierung, wo jetzt momentan noch keine Aufwandsabschätzung passiert ist. Ja, und es soll nach Möglichkeiten simultan Release werden, weil das einfach auch von Marketingseite her die günstigere Option ist, sage ich jetzt mal. Also die bessere Option ist. Hm. Ich denke, also sobald wir es wissen, wird es dann auch offiziell bekannt gegeben, wo wir zeitlich rauskommen. Ja, aber ewig sollte es nicht mehr dauern. Aber sehr schön, sehr schön. Mensch, ich freue mich auf das Spiel. Also ich habe da auf jeden Fall Interesse dran. Wir sowieso auch mit Simulatorenbereich ja eh unterwegs sind, hauptsächlich. Ich auf meinem Kanal und wir auch LKW-technisch da auch einiges machen, halt jetzt aktuell mit ETS. Aber wenn da mal was Neues kommt, gerade mit so Schwertransport, mega. Also ich finde es klasse. Ich freue mich da echt drauf. Das ist schön. Perfekt. Dann danke vielmals. Ich muss ja gleich schon wieder weiter zum nächsten Termin. Ja, dann mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Es handelt sich um ein Tycoon-Aufbauspiel, wo man sein eigenes Busdepot aufbauen kann und zudem auch die Möglichkeit hat, selber die Linien zu planen. Dass man also wirklich seinen eigenen Betrieb aufbauen kann.
Wir sind ja eben von PDP, wir haben damals den Busbetriebssimulator gemacht für den OMSI und darauf basierend haben wir jetzt eben unser erstes eigenes Spiel gemacht und das geht jetzt eben nochmal deutlich weiter. Besonderheit an dem Spiel ist vor allem, dass wir die Möglichkeit haben, die Linienplanung in der ganzen Welt vorzunehmen. Also ist es wirklich die komplette Welt in dem Spiel als Karte integriert, dass man die Linienplanung wirklich auch in jeder beliebigen Stadt, wo man spielen will, das Ganze möglich sein wird. Dazu haben wir eben auch ein extrem realistisches Fahrgastaufkommensystem. Das heißt, es wird wirklich auch genau simuliert zu den verschiedenen Tageszeiten, wie viele Fahrgäste über den Bussen jeweils mitfahren. Wir haben Fahrpläne mit dabei. Das heißt eben da sehr viel, geht sehr ins Detail eben in diesem Bereich. Und zusätzlich dazu gibt es eben auch den Teil, quasi den Betriebshof, wo man sich dann um die Busse kümmert. Also man kann sich neue Busse einkaufen. Wir haben dazu aktuell 20 verschiedene Busmodelle mit dabei. Wir können die Busse reparieren, wir können in die Waschanlage stecken, müssen sie tanken. Wir haben außerdem Mitarbeiter, das heißt, wir müssen immer schauen, dass wir genug Busfahrer da haben. Wir haben Forscher, Service Center Mitarbeiter. Das ist eben ein sehr breites Spektrum, was man da alles zu tun hat auf dem Betriebshof. Genau. Ah, okay, sehr cool. Habt ihr ein bisschen Bildmaterial dazu? Ja, genau. Jetzt hier einfach mal, wir haben hier jetzt einen Betriebshof. Haben wir unser Spiel und genau, wir haben jetzt gerade hier morgens an diesem Tag hier und wir sehen jetzt hier, können wir eben auf unsere Karte drauf zugreifen und wir spielen hier jetzt gerade in Paderborn und wir sehen hier jetzt auch direkt, es sind wirklich alle Point of Interest mit drin und man hat wirklich eine komplett reale Karte, auf der man wirklich richtig spielen kann und wir sehen jetzt, es gibt bereits zwei verschiedene Linien, die wir hier gebaut haben. Einmal hier unsere Linie 1, die führt einmal so ein um die Stadt drumherum, einmal schön durch die Innenstadt. Und hier sehen wir jetzt auch bereits die Busse, die hier unterwegs sind. Und dann können wir eben auch immer direkt erkennen, wie voll sind die Busse. Sehen wir zum Beispiel hier, okay, ist sehr ausgelastet die Strecke gerade. Okay, ja. Es ist gerade auch Mittwochmorgens Loszeit. Hier ist gerade viel los. Jetzt wäre es hier zum Beispiel auch sinnvoll, wenn wir sehen, okay, 80 Leute gerade an der Haltestelle, die wollen unbedingt mit. Dann können wir jetzt hier auch, sehen wir unsere Linie 1, mal einen Verstärker einsetzen. Okay, ich habe keinen Busfahrer gerade da. Genau. Also wir haben jetzt, wir sehen, wir haben genug Busse, aber wir haben kein Personal mehr da, einen Busfahrer. Jetzt können wir hier uns einen neuen einstellen. Jeder Busfahrer benötigt immer noch einen eigenen Spind. Die sind jetzt gerade aufgebraucht, weil wir bereits zu viele, zu viel Personal haben. Ah, okay. Jetzt können wir hier sagen, bauen uns hier einen neuen Spind hin. Und jetzt sehen wir eben hier unser Angebot mit den verschiedenen Busfahrern, die wir haben. Hier kann man sich jetzt auch genau aussuchen, muss man sich überlegen, okay, will ich jetzt einen freundlicheren Busfahrer? Da muss man halt auch wirklich schauen, was bekommt man gerade, also was gibt es hier für Angebote? Man kann auch noch ein bisschen verhandeln, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist sehr gut, aber probieren wir doch mal, ob wir es nicht auch für 13 Euro die Stunde hinterkriegen. Ah, okay. Hat er leider abgelehnt. Sonst nehmen wir uns einfach mal hier den Azubi noch. Der ist aber dann auch weg, wenn der abgelehnt hat. Genau, also da kann man dann nicht mehrfach probieren, sondern wenn man sagt, das ist mein Angebot, der lehnt es ab, dann ist wirklich weg. Okay. Genau, jetzt sehen wir, jetzt kommt sie hier an, unsere Azubine. Okay, nee, das ist noch nicht der Busfahrer, das ist jetzt eine Person fürs Service Center. Ah, okay. Das ist eben auch ein Feature, die Fahrgäste kommen ins Service Center. Denn schwer ist jetzt zum Beispiel, dass die Busse zu voll sind, gerade sehr passend. Ja. Bekommt man eben so auch ein bisschen Feedback. Aber hier ist jetzt unser neuer Busfahrer wirklich da. Jetzt gehen wir nochmal auf die Karte, sehen, okay, die Linie ist immer noch total überlastet. Setzen wir einen Verstärker ein. Dann nehmen wir jetzt hier diesen Bus, weil wir sehen, der andere, ich glaube, der muss mal wieder innen gereinigt werden. Dann nehmen wir lieber hier unseren sauberen Bus. Okay, dann geht der Busfahrer jetzt auch direkt los. Und startet eben seine Tour. Genau, hier ist jetzt unsere Verstärkerlinie, sehen wir jetzt hier. Der fängt jetzt erstmal hier am Hauptbahnhof an. Und nimmt jetzt zusätzlich die Leute mit. Ist es halt leider nur ein kleiner Bus, weil wir jetzt keinen anderen hatten. Und dann sehen wir, jetzt wird die ein bisschen entlastet, die Linie. Was dann eben auch wichtig ist für die Fahrgastzufriedenheit, weil wir haben ja gerade schon gesehen, im Service Center waren schon die ersten Leute, die sich beschwert haben, weil die Busse zu voll sind. Ja. Und da muss man so eben schauen, dass die zufrieden sind. Man hat eben auch noch Feedback in Form von solchen Bewertungen, dass wir jetzt sehen, was eben gut läuft, was läuft nicht gut. Genau. Also schön, und dementsprechend kann man eben dann auch drauf reagieren. Genau, und dann muss man eben schauen, dass man reagiert.
Und wenn wir jetzt eben sehen, okay, da war viel zu viel, die Busse waren viel zu voll, dann sagen wir, okay, ab morgen lassen wir das Ganze im 10-Minuten-Takt fahren. Dann haben wir mehr Busse im Einsatz und dann wird es hoffentlich nicht mehr so voll. Ja, verstehe. Zusätzlich, genau, und zusätzlich gibt es eben auch noch die Möglichkeit in einen erweiterten Modus. Das ist jetzt gerade eben für Spieler, die zum Beispiel ihr echtes Liniennetz nachbauen wollen und genau den echten Fahrplan auch nachbauen wollen. Da kann man sich dann hier genau den Fahrplan zusammenklicken. Man kann sagen, an welchen Tagen soll der Bus fahren, von wann bis wann, auch eben das Fahrtintervall. Wir können auch verschiedene Fahrpläne machen, dass wir zum Beispiel sagen, wir machen einen extra Fahrplan, der dann nur für die Stoßzeiten ist, der zum Beispiel nur von 6 Uhr bis 9 Uhr fährt. Mhm. Wenn wir dann zum Beispiel sagen wollen, das soll der Fahrplan ein bisschen lockerer sein, damit nicht so viel Verspätung bekommen. Also da hat man wirklich extrem viele Möglichkeiten. Es gibt allerdings auch, also es reicht auch aus, wenn jetzt ein Spieler sagt, damit will er gar nichts zu tun haben, ihm reicht es einfach, wenn er das Fahrtintervall ein bisschen erhöhen kann, damit die Busse nicht so voll werden, dann geht es hier auch einfach in diesem Formular, da muss man erst gar nicht sich mit dem Fahrplan auseinandersetzen. Ah wenn ja, okay. Wir jetzt eben, genau, und wenn wir jetzt eben die Busse haben, jetzt sehen wir zum Beispiel, okay, hier haben wir zwar noch ein paar, aber vielleicht reicht uns das gar nicht mehr, dann haben wir die Möglichkeit, im Marktplatz ein paar neue Busse zu kaufen. Wir haben jetzt gerade mal 3 Busse freigeschaltet. Über einen Forschungsbaum können wir noch weitere Busse uns freischalten. Und es gibt auch noch viele weitere Upgrades, die wir uns hier freischalten können. Zum Beispiel das Einsatzgebiet vergrößern, unser Gelände vergrößern, Personal glücklicher machen. Da gibt es viele Möglichkeiten für Upgrades. Genau, zurück zu den Bussen. Können wir jetzt sagen, okay, wir wollen einen neuen Bus, können wir sagen, entweder wir kaufen uns hier einen ganz neuen Bus oder wir schauen mal hier auf dem Gebrauchtwagenmarkt, was es denn gerade so gibt. Sehen wir zum Beispiel hier, gibt es gerade einen Zito. Können wir sehen, welchen Zustand der gerade ist. Jetzt sagen wir aber, okay, es sieht jetzt nicht so gut aus, nehmen wir mal doch lieber einen neuen Bus. Die sind dann im Top-Zustand. Genau, und wenn wir nämlich einen neuen Bus kaufen, kommen wir auch direkt in die Lackiererei und haben hier die Möglichkeit, unseren Bus ganz individuell zu gestalten. Dafür haben wir 2 verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal ganz simpel hier drin die Farbe ganz individuell ändern, wie wir es haben wollen. Hier sagen wir ein bisschen rot und fürs Dach zum Beispiel so ein weiß. Wir haben dann noch die Möglichkeit zusätzlich auch noch mit einem Pinsel drauf zu malen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen hier unten so einen weißen Streifen. Geht dann ganz easy, dass man auch wirklich den Bus ein bisschen individualisieren kann. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass wir uns hier irgendwas auf den Bus draufklatschen, was wir noch an Bilder haben. Da haben wir auch die Möglichkeit, Bilder vom PC einfach zu importieren. Das heißt, man kann den Bus wirklich genau so gestalten, wie man ihn haben will. Mhm. Man kann die ganze Vorlage auch direkt speichern und auch direkt im Steam Workshop hochladen, dass man auch das mit anderen teilen kann und sich auch aus dem Steam Workshop Bilder, also Repaints, Lackierungen runterladen kann. Die zweite Möglichkeit ist wirklich noch ein wichtiges Repaint-System, dass man quasi das Template exportieren kann als Bilddatei. Dann kann man in Photoshop das Ganze bearbeiten, also ist dann vor allem an die erfahrenen Spieler gerichtet, kann wieder importiert werden, dann kann man so wirklich über Photoshop die Busse genauso gestalten, wie man sie haben will. Ah ja, das ist ja cool. Wir sehen jetzt hier auch gerade, es gibt jetzt hier gerade Linien, die jetzt gleich losgehen, dann müssen wir jetzt einen Bus losschicken. Da kann man dann immer über eine Zuweisung machen, dann sieht man gerade, okay, welche Busse sind gerade hier. Und kann man sagen, schickt mal einfach mal den Bus los. Wir sehen aus der Warte Fahrgastaufkommen. Das heißt, wenn man irgendwie einen Gelenkbus hat und einen kleinen Bus, dass man auch weiß, was man da am besten zuweist. Ja, verstehe. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Die Möglichkeiten gibt es so, was es sonst noch im Spiel so gibt, wie wir hier sehen, Tankstelle, Waschanlage, Werkstatt. Da haben wir auch ein Ersatzteilesystem, dass man auch wirklich die Teile, die man reparieren kann, dass man die sich erst kaufen muss, dass sie verfügbar sind. Hat man dann auch die Möglichkeit, hier im Shop zu wählen, ob man sie sofort geliefert haben will oder erst am nächsten Tag, was dann ein bisschen günstiger ist. Muss man halt auch ein bisschen abwägen, ob man jetzt einen Ersatzteil zum Beispiel ganz dringend braucht, weil es bei einem Bus der Motor kaputt ist, der noch schnell getauscht werden muss, bevor er heute Abend zur Schicht los muss. Oder man sagt, es hat Zeit. Und dann eben zum Beispiel hier jetzt mal sagen, wir bestellen ein paar Lichter und Blinker. Jetzt mal per Express Delivery. Dann sehen wir jetzt auch, wie die hier direkt per Drohne angeflogen kommen und wir die dann quasi direkt zur Verfügung haben. Ja. Genau, und dann kommen jetzt auch schon die Mitarbeiter, die Pakete reintragen und wir uns in die Lagerhalle bringen. Ja. Genau, und eben die Busse gibt es viel zu verwalten. Hier sehen wir zum Beispiel, der Bus innen sehr dreckig.
können wir reinigen lassen, dass wieder geputzt wird. Das ist eben auch wichtig für die Fahrgastzufriedenheit. Wenn die Busse natürlich so aussehen, dann sind die Fahrgäste auch entsprechend unzufriedener. Man wird negative Bewertungen bekommen, was sich auch negativ dann auswirkt auf die Fahrgastzahlen letztendlich, wenn die Leute unzufrieden sind. Weitere Möglichkeiten hat man auch über die Ticketpreise, die man jeweils individuell einstellen kann. Da kann man dann auch noch ein bisschen beeinflussen, wie viele Leute natürlich die Busse jeweils nutzen. Wenn man extrem hohe Preise hat, dann werden viel weniger Leute mitfahren, wenn man jetzt ganz günstige Preise macht oder Rabattaktionen oder sowas in der Art. Das ist eben auch alles mit drin. Ah, okay. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Da kann man einiges machen, wie ich sehe. Und vor allen Dingen, man muss auch auf einiges achten, ne? Genau. Also eben, wir haben sehr darauf geachtet, dass es sehr umfangreich wird, das Ganze, dass es nicht zu einfach oder eintönig wird, dass man wirklich sehr viele Möglichkeiten hat, was man zu tun hat. Release-technisch, ist da schon was in den Startlöchern? Release-technisch? Ja, also wann das Spiel ungefähr kommen wird? Genau. Ende des Jahres ist geplant. Ende dieses Jahr noch? Genau. Ah, okay. Ja. Und wo wird sich das Ganze so einkategorisieren vom Preis? Kann man das schon sagen? Das steht noch nicht fest. Da okay. Kann man nichts dazu sagen. Dann sehr, sehr cool. Dann danke ich dir vielmals für die ganzen Infos. Gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. Ah, okay, es gibt eine komplett neue Welt quasi. Genau. Ja, verstehe ich. FIFA-Modus im Multiplayer. Also kann man jetzt... Multiplayer war ja sowieso schon immer, ne? Genau, seit dem Zweier. Genau, seit dem Zweier war ja auch Multiplayer. Richtig. Und jetzt eben auch, dass man Skifahren kann. Und das ist so aus technischer Sicht das Highlight. Ja, okay. Natürlich wieder Technik, wie man es von uns kennt. Ja, aber nicht nur definitiv. Technik. Das heißt, man kann die Station selber stellen, selber bauen, ist das richtig? Genau. Genau. Okay. Riedstein DLC, okay. Perfekt. Genau. Richtig, also so viel zum einem groben Überblick, worum es denn geht. Ja. Ich fasse es noch zusammen. Also wie gesagt, ein neues DLC, wo eine neue Spielwelt drin sein wird. Das heißt, es ist das erste Mal im Meteor-Simulator, dass wir nicht auf der Standard-Map Hallstein unterwegs sind, sondern wirklich was komplett Neues haben. Und ja, der geht hier nah ran. Und es geht wieder einerseits um die Seilbahnen, aber andererseits auch um alles drumherum. Also wir werden im Spiel insgesamt quasi ein Facelift geben, was sich auch in Form eines großen Updates für das Hauptspiel äußern wird. Und da kommt dann zum Beispiel eben der neue Skifahrmodus im Multiplayer mit rein. Es kommen andere Funktionen mit rein, die gerade im Multiplayer eben das Spiel deutlich, deutlich spannender machen sollen. Und die letzten Endes dafür sorgen, dass wenn du jetzt dein eigenes Skigebiet gebaut hast, was ja ein Feature ist, was auch viele, viele Spieler sehr gerne nutzen, dass du dann auch das so richtig genießen kannst. Verstehe ich. Sehr schön. Genau. Ja, ich habe hier direkt mal unsere Playable aufgemacht. Also das ist jetzt wirklich interaktiv und live hier gefilmt aus dem Winterresort-Simulator Riedstein DLC. Das ist hier quasi so der Startpunkt. Da sieht man auch schon, natürlich, wir haben wieder Seilbahn mit an Bord, die haben wir ja schon. Ich glaube, dafür seid ihr, das ist ja euer Markenzeichen, ne, die Seilbahn, muss man ja ganz klar sagen. Eben den Fokus gelegt, nicht nur auf die Seilbahn, das ist wie gesagt ein komplettes Facelift von dem Spiel. Was man auch daran merkt, zum Beispiel die ganzen Texturen hier sind alle überarbeitet. Wir haben jetzt auch andere Bodentexturen und was man ja auch schon im Teaser gesehen hat, wir wollen künftig nicht nur den Winter mit dem Schnee zeigen, sondern wir wollen auch, gerade das Spiel gibt, so richtig ausreizen. Das heißt, der Schnee wird abschmelzen, dann bleibt nur noch Gras übrig. Na super, zu eng die Kurve genommen. Dann bleibt nur noch Gras übrig und dann ist wirklich die Aufgabe des Spielers, das Skigebiet von Grund auf neu zu beschneien, wenn er das möchte. Okay, cool. Das ist cool. Wird es, so Nebenquests, was man ja sowieso schon immer, also ne, das war ja von Anfang oder beziehungsweise im Teil 2 war das ja schon mit eingebaut. Da hatte ich ja auch 2-3 Videos von gemacht, glaube ich, von Teil 2.
Wird da irgendwas erweitert, weiter ausgebaut mit diesen Nebenquests und was man da so machen kann und diese Aufgaben? Ich sag mal, also so Stichwort kampagnenmäßig. Also jetzt eine Kampagne in dem Sinne haben wir nicht geplant für das DLC, weil die Schwerpunkte doch recht unterschiedlich sind und auch die Gründe, warum die Spieler sich auf das DLC freuen, sehr, sehr breit gefächert sind. Das heißt, wenn wir da jetzt eine Kampagne machen, vermischen wir eigentlich Dinge miteinander, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber wir sorgen natürlich dafür, dass es genug Spielspaß und genug Möglichkeiten gibt, das Ganze auch auszukosten. Da haben wir zum einen eben sehr viel Wert jetzt gelegt auf den Multiplayer, der in der Vergangenheit natürlich schon da war und grundsätzlich auch ganz gut funktioniert hat, aber wo einfach auch so ein bisschen das Fleisch gefehlt hat, zum da so richtig Spaß haben. Und ein paar Features, die eben komplett entscheidend waren, wie zum Beispiel der Skifahrmodus, dass die auch in den Multiplayer kommen. Da setzen wir ehrlich gesagt gerade im Moment mehr Wert rein, als dass wir jetzt, so wie es im Zweierteil war, die Mission ausbauen zu einer Kampagne. Aber ich denke, in Summe wird das trotzdem sehr, sehr spannend werden, weil gerade dieses Map-Layout hier auch, was wir komplett neu aufgesetzt haben, das ist besser für den Multiplayer gemacht, als es Hallstein war. Es ist einfach abwechslungsreicher und bietet dadurch unterm Strich mehr Spielspaß. Okay, sehr schön. Eine Frage gleich, was wird das DLC kosten? Wir haben jetzt noch keinen finalen Preis, es wird aber in der Größenordnung 20 Euro circa liegen. Okay, also sprich, genau, ist ja auch ein größeres DLC. Wir haben ja nicht nur ein paar Kleinigkeiten, nicht nur zwei neue Fahrzeuge oder sowas, was wir reinbringen, sondern wir bringen hier diese komplett neue Spielwelt rein mit insgesamt auch drei neuen Seilbahnen. Also wir zeigen jetzt hier gerade nur das Highlight, diese Mittelstation. Aber in Wahrheit gibt es drei weitere neue Seilbahnen, also zwei weitere neue Seilbahnen. Es gibt auch erstmalig dann einen fix geklemmten alten Sessellift. Den habe ich hier noch nicht drin in dieser Version. Aber so kriegt man dann auch mal ein bisschen, sagen wir mal, nostalgischere Eindrücke in den Winterresort-Simulator rein. Ja. Kannst du einmal zusammenfassend sagen, also was jetzt exakt die Leute in dem DLC erwartet? Also in dem DLC ist endlich mal wieder offizieller neuer Content in dem Spiel drin. Und das fängt an mit der neuen Spielwelt, die, sag mal, bewusst so engineert ist, dass sie sowohl für den Singleplayer als auch für den Multiplayer besonders spannend ist. Es geht weiter mit den neuen Seilbahnen, die wir haben, hier insgesamt drei Stück. Das besondere Highlight ist eben hier die Mittelstation, die zeige ich dir gleich auch nochmal in Action. Und das geht dann noch weiter in die Richtung von diesen Verbesserungen, was den Spielspaß allgemein angeht, wie zum Beispiel diesen Skifahrmodus, den wir ja teilweise schon aus Alpine kennen, aber natürlich wird der im Winterresort nochmal deutlich besser sein und auch entsprechend in das Spielkonzept hier eingepflegt sein. Okay. Das super. Ist so grob umrissen der Umfang des DLCs hier. Nee, sieht wirklich cool aus. Auch tolle neue Features. Bin ich sehr gespannt. Habt ihr einen Release-Plan zufällig? Also wann das Ganze kommen wird? Haben wir. Wir werden das dieses Jahr im Herbst rausbringen. Also das heißt, November ist die Größenordnung, die wir anpeilen. Okay. Es wird sicherlich ein bisschen früher sein, als wir bis jetzt unsere Winterresort-Inhalte immer rausgebracht haben, weil das war immer das letzte Novemberwochenende. Wir peilen ein bisschen früheren Termin im November an, aber jetzt ein konkretes Release-Date ist noch nicht fixiert. Fahrzeugtechnisch gibt es da, weil ich das gerade sehe hier, gibt es da irgendwelche Sachen, die neu kommen werden? Also es gibt Optimierung an den bestehenden Fahrzeugen in die Richtung, dass es einfach mehr Spaß macht, wie zum Beispiel, dass man bis jetzt war das Einsteigen immer relativ mühsam in die Fahrzeuge, das wird deutlich einfacher sein. In diese Richtung werden wir es optimieren. Neue Fahrzeuge als solches sind im Moment noch keine drin. Es könnte sein, dass noch ein Fahrzeug kommt, das ist aber noch nicht entschieden. Okay, sehr schön. Subway Sim haben wir noch auf dem Programm. Da bin ich ja jetzt auch mal gespannt. Was ist das denn bitte? Der ja, Subway-Simulator. Habt ihr euch tatsächlich noch ein neues Spiel gewidmet? Ja. Na, mit dem DLC alleine lässtest du uns nicht aus. Ich wollte es gerade sagen. Also das hätte mich auch stark gewundert. Wenn man, wenn ihr da nicht auch wirklich dann mal noch was Neues anfangt. Aber finde ich sehr, sehr cool. Okay, es geht schon mal um Schienen. Ja, Subway halt, ne? Genau. Gut, dass es da nicht jetzt um belegte Brötchen geht, war fast klar. Subway ist in Hamburg, okay? Genau, es geht um einen komplett neuen Simulator, einen hochdetaillierten U-Bahn-Simulator, wo wir die Hamburger Linie U3 zum Leben erwecken. Und das Ganze natürlich in dem Stil, den man von uns kennt.
Das heißt, sehr realitätsgetreu, sehr detailliert. Schon auch technisch, aber nicht ganz so technisch, wie es der Winterresort-Simulator war. Und das, was für uns jetzt das ganz große Neue ist, mit einer richtig, richtig guten Grafik dank der Unreal Engine 5. Das heißt, auf Unreal Engine 5 seid ihr? Okay, krass. Unreal Engine 5, genau. Und ich starte auch mal direkt mit der Gameplay-Footage rein. So sieht das Ganze dann aus. Also das sind wirklich Live-Aufnahmen aus dem Spiel, wie man es heute schon erleben kann. Das ist halt Unreal Engine, ne? Das ist nochmal ein anderes Brett. Genau. Richtig, ist ein ganz anderes Kaliber, ist grafisch super ansprechend. Für uns natürlich eine spannende Herausforderung gewesen, aber wir sind da super unterwegs und bauen jetzt eben in Hamburg auch die meiner Meinung nach spannendste und schönste U-Bahn-Linie von Deutschland nach. Die U3 führt uns einerseits durch den Hafen mit den, sagen wir, berühmten Sehenswürdigkeiten von Hamburg. Das ist der Michel, das ist der, also sind die Landungsbrücken, das ist die Elbphilharmonie. Das sehen wir alles direkt von der Strecke. Und weil es ja eben auch die Hochbahn Hamburg ist und nicht die U-Bahn Hamburg, sind auch 3/4 der Strecke oberirdisch. Wir sehen auch hier alles eben super detailliert gemacht. Wie gesagt, schon größtenteils oberirdisch unterwegs, gar nicht so viel unterirdisch. Insgesamt 20 Kilometer Strecke, die da auf den Spieler warten. Und das, was unser Spiel hier auszeichnen wird, kein reiner Eisenbahnsimulator. Wir beschränken uns nicht auf die Fahrgastfahrt, sondern wir bringen auch hier wieder die Abwechslung mit rein, die wir auch schon bei den Seilbahnen im Winterresort großgeschrieben hatten, mit verschiedenen Betriebsszenarien wie Einsetzen, Aussetzen etc. Okay. Aber es wird keine Open-World-Geschichte, beziehungsweise du kannst nicht aussteigen und, also wird man aussteigen können und irgendwas unternehmen? Doch, klar. Also wir haben das ganze Spiel so aufgebaut, dass es im Prinzip ein First-Person-Spiel ist, aus dem du dann in den U-Bahn-Zug einsteigen kannst und dann rumfahren kannst. Wir sind hier nicht im Train-Simulator, wo der Zug das Einzige ist, was dich interessiert auf der Welt. Schön. Also grafisch sieht es echt gut aus, das muss man ganz klar mal sagen. Ne? Also das Dankeschön. Ist schon, nee, das sieht echt gut aus. Das war ja auch immer mal so ein, zwei Kritikpunkte bei dem Winterresort-Simulator, muss man ja so ehrlich sagen, ne? Dass die Leute einfach gesagt haben, ja, coole Idee, cooles Spiel, aber grafisch ist es natürlich nicht so auf dem neuesten Stand, ne? Genau, richtig. Das haben wir uns zum Anlass genommen, auf die Unreal Engine 5 zu wechseln. Und sag mal, wie man hier auf diesen Bildern sieht, es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall, definitiv. Definitiv, sehr schön. Erinnert aber, also ich es gibt ja schon einige solcher Spiele, ne? Ich glaube, eines der bekanntesten ist ja Train Sim World. Mhm. Was ja schon sehr, sehr gut, also grafisch schon sehr, sehr gut ist und technisch auch also ziemlich gut ist. Und dann von Aerosoft kam ja auch der Tramsim, ne? Mhm. Ist eine ähnliche Schiene, oder? Natürlich, es geht überall um das Thema Eisenbahn. Aber sag mal, was macht ein Eisenbahnsimulator spannend? Die Frage haben wir uns gestellt. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge. Der eine Zugang ist, ich fahre 100 Kilometer Strecke, fahre immer 10 Minuten am Stück zwischen zwei Haltepunkten, bremse quasi ein paar Mal die Stunde. Aber ansonsten fahre ich irgendeine gleichmäßige, langweilige Strecke entlang. Oder ich bin im städtischen Bereich unterwegs, wo ich die ganze Zeit immer was habe, was links und rechts der Strecke passiert, wo ich eine belebte Spielwelt habe und wo ich die ganze Zeit gefordert bin, auch wirklich richtig stehen zu bleiben und unter jeden Lastsituation und in jeder Konstellation richtig zu bremsen. Wir haben gesagt, für uns ist das Zweite ganz klar das Spannendere und deswegen hat unser Spiel auf jeden Fall eine einfach dieses Thema Eisenbahnsimulation so neu aufrollen wollen, dass es auf die eine Seite eben technisch spannend und ansprechend wirkt und man auch irgendwo ein bisschen hinter das oder eintauchen kann in das, was hinter der U-Bahn steckt, aber auf die andere Seite eben auch, dass man sieht, okay, Eisenbahnsimulator muss nicht langweilig sein. Und ich denke, dieser Mix gelingt uns mit dem Produkt hier hervorragend. Bin ich sehr gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was ist denn die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, es gibt eine Linie. Wie sieht es denn da aus mit der Spieldauer? Also wie lange kann ich da spielen, um diese eine Linie abzufahren? Und wiederholt sich das dann einfach nur strikt? Ich meine, ist natürlich perfekt für kommende DLCs, muss man ganz klar sagen.
so ein Spiel, weil dann kannst du ja linientechnisch immer wieder erweitern. Oder nehme ich mal an, dass das so. Also wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir ein super Spiel zu Release rausbringen. Wir haben natürlich viele Ideen im Kopf für die Zukunft, das ist ja klar. Aber unsere Mission ist jetzt, ein super Produkt abzuliefern, was schon zu Release so viel Spaß macht, wie es nur geht. Die Spieldauer wird, sag mal, rein, bis du überhaupt jedes Streckenstück einmal gesehen hast, schon eine Stunde sein, weil die Linie einfach so. Es ist eine relativ lange Linie und eben passiert auch viel auf dieser Linie. Das heißt, entsprechend viel wirst du sehen. Und in vielen Bereichen wird sich's auch lohnen, mehrfach durchzufahren, weil du einfach die Strecke nicht auf einmal gesehen hast, weil so viel passiert, so viele spannende Blickwinkel dabei sind. Und auch von dem Inhaltlichen im Spiel wird es nicht nach einer Fahrt vorbei sein, sondern es passieren mal Dinge. Du kriegst Aufgaben wie die Zugvorbereitung oder wie gesagt eben die Züge dann nach der Fahrgastfahrt auch wieder ins Depot zurückzubringen und ähnliche Sachen. Und mit dem wird die Spieldauer dann deutlich, deutlich länger sein als das, was eben die reine Fahrgastfahrt über diesen Ring wäre, nämlich die eine Stunde. Okay, was ist so der geplante Release? Habt ihr da schon datentechnisch was? Weil, so wie ich es von euch kenne, HR Innovace, da gibt es eigentlich immer einen straighten Zeitplan, oder? Also so hab ich dich kennengelernt auf jeden Fall. Na klar, ich meine, wir sind immer, wir schauen immer, was wir machen können. Und bei dem Produkt haben wir uns aber das klare Ziel gesetzt, wir wollen nicht ein Wettrennen gegen die Zeit gewinnen, sondern wir liefern hier ein Top-Produkt, was gerade den Bereich U-Bahn, der in den letzten Jahren nicht wirklich bespielt wurde, wieder auf Vordermann bringen soll. Und dafür brauchen wir natürlich Zeit. Dementsprechend, wir wollen dieses Jahr nicht mehr releasen. Da hat für uns die Qualität einfach den Vorrang. Und deshalb wird das dann die erste Jahreshälfte des nächsten Jahres. Genaueren Zeitpunkt haben wir noch nicht. Aber es wird also dann Thema Anfang bis spätestens Mitte nächsten Jahres soweit sein. Wie macht ihr es mit, das würde mich mal noch interessieren, so mit Sounds? Habt ihr direkt auch aufgezeichnet ihr habt aufgezeichnet direkt und baut das direkt ins Spiel mit ein. Genau, richtig. Also schön. Soundkulisse ist ja in jedem Bahnsimulator mal sehr, sehr wichtig, weil du davon einfach unglaublich viel Immersion kriegst. Und das wird natürlich auch bei uns so sein. Also wenn du die Kurven reinfährst oder wenn du im Führerstand ein Bauelement bedienst, dann kommt da das User-Feedback in Form von Sounds. Okay, super. Okay, perfekt. Richtig. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönes Wochenende schon mal vorab und wir sehen uns auf jeden Fall zur Gamescom. Dankeschön, das machen wir. Bis dahin. Alles klar, ciao, ciao. Jetzt mittlerweile bei VUAP GmbH in Wien und wir entwickeln gerade City Driver, Your Car Simulation. Das Ganze wird entwickelt auf der Unreal Engine 5. Wir sind volles Risiko eingegangen, haben schon mit der Early Access Version angefangen, eine neue Fahrsimulation zu entwickeln. Und wie der Name schon sagt, es handelt sich um einen Fahrsimulator für PKWs. Das Ganze findet statt in München als Setting. Das heißt, wir haben eine Simulation, wo man echte Autos fahren kann, die allerdings mit Absicht noch nicht lizenziert sind, weil wir auch Modding anbieten wollen für eben diese Fahrzeuge. Und man kann damit in München fahren. Und wir haben das München, was wir bereits schon entwickelt hatten, erweitert. Also man kann quasi vom Karlsplatz über den Maximilianplatz, die Leopoldstraße oder bis hin zum Petulring fahren und dann entlang können den kompletten Petulring, die Bundesstraße B2R, die durch München führt, fahren und dann wieder auf die A9 trifft. Ein kurzes Stück Autobahn ist auch dabei von der A9. Wird man dort entweder frei fahren können, man kann auch frei durch die Stadt fahren mit Missionen, kriegt dann irgendwelche zufälligen Missionen angeboten, kann die ablehnen oder kann die absolvieren, wie man möchte. Und das Ganze ist aber auch so gestaltet, dass man das auch als Fahrübungssimulator oder Fahrschulsimulator, wenn man so will, nutzen kann. Das heißt, es gibt auch Fahrschulmissionen und aber auch Fahrpraxismissionen, die man auf gewissen Trainingsplätzen absolvieren kann. Ah, okay, super. Super, super. Hast du ein bisschen Bildmaterial, was wir uns anschauen können? Ja, einen Moment, ich teile das mal ganz kurz. Ich muss gucken, ich habe ja mehrere Videos, die ich hier mal teilen kann. Bevor das Video abspielt, ganz kurz, das ist hier natürlich der Trainingsplatz, wo man üben kann. Ja. Wie du siehst, wir haben hier ein E-Fahrzeug nachgebaut, was sehr einem Tesla ähnelt, aber kein. Also, es ist quasi unsere Version
davon. Wir nennen das natürlich auch um, aber man wird es auch über Modding, wird man die Logos umbauen können und auch den Namen ändern können. Ja. Aber Modding erlaubt auch quasi komplett neue Fahrzeuge hinzuzufügen. Ja, also wir werden anbieten, dass die vorhandenen Fahrzeuge geändert werden können und auch neu hinzugefügt werden können. Das Modding, was gleich im Early Access Ende diesen Jahres zur Verfügung steht. Also das, ja, unser Early Access Ende diesen Jahres startet direkt mit Modding. Und hier siehst du eine typische Trainingsmission. Kennst du eventuell auch schon von zum etwa im realen Leben. Geht hierbei darum, zufällige Wasserfontänen auszuweichen. Entweder indem du rechtzeitig bremst oder ausweichst. Ja. Ah, okay. Es gibt aber auf diesem Trainingsplatz auch die Möglichkeit, Dreipunktwendung zu machen oder rückwärts einzuparken, seitwärts einzuparken, Slalom zu fahren und dergleichen. Ja. Und das wird dann halt entsprechend bewertet, ja, wie gut du das geschafft hast, mit drei verschiedenen Sternen, ähnlichen Medaillen. Hm. Siehst du gerade die Abfahrt der A9, wie wir auf dem Petulring fahren. Ah ja. Da siehst du auch schon den Live-KI-Verkehr, wie der entlang fährt. Und hier können wir natürlich auch sehen, hier hört die Autobahn auf. Mhm. Hier fängt die Landeshauptstadt München an. Ja. Und du kannst das auch gerne mal vergleichen mit Street View, wenn du möchtest. Ja. Das ist genau die Stelle der A9, wie sie in München quasi auf den Petulring trifft. Und es sieht ja auch alles exakt so nah aus. Das heißt, hier hinten kommen wir dann quasi in den Petul-Tunnel, können da reinfahren. Wir können aber auch vorher seitwärts abfahren und können dann quasi die Leopoldstraßen nutzen, um in den Stadtkern zu fahren. Ja. Ah ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was genau ist, sage ich mal, in dem Spiel, was genau sind meine Aufgaben oder was kann ich machen? Oder gibt es so eine Art Missionssystem oder Kampagne oder sowas in der Art? Es wird neben einem freien Fahren-Modus, also Freeplay-Modus, wird's in, wo du quasi durch die Stadt München fährst, wird es auch währenddessen die Möglichkeit geben, Missionen anzunehmen und zu absolvieren. Und das können ganz verschiedene Missionen sein. Das Coole ist, wir werden die Missionen so gestalten, dass auch die Missionen modbar sein werden. Also nicht nur Fahrzeugmodding, wir werden auch Missionsmodding anbieten wollen. Das heißt, du kannst dann quasi dir aussuchen, was du zuerst machen möchtest. Du könntest zum Beispiel, wenn du jetzt totaler Neuling bist, zuerst Fahrschulübungen machen, dann machst du die Fahrpraxistests und dann fährst du frei durch die Stadt oder in jeder Reihenfolge, wie du willst. Du kannst auch direkt, ja, mit einem Fahrzeug deiner Wahl direkt in den Freeplay wechseln. Was auch noch ganz wichtig ist, wir unterstützen natürlich alle Input-Geräte, also alle Eingabegeräte, Maus und Tastatur selbstverständlich, aber auch Lenkräder mit und ohne Pedalen und mit und ohne Gangschaltung. Gerade für die manuellen Getriebe, aber auch für die Automatikgetriebe, dass man selbst definieren kann, okay, bin ich jetzt im Drive-Modus, bin ich im neutralen oder im Park-Modus oder im Rückwärtsgang. Ja. Das kann man alles dann dabei kontrollieren. Aber auch über die Pedals, die an den meisten Lenkrädern dran sind, kann man das genauso machen. Und Controller unterstützen wir auch, weil wir wollen Ende des Jahres in den Early Access gehen. Und solange wir im Early Access sind, werden nicht nur weitere Features hinzukommen und weitere Inhalte, sondern währenddessen gehen wir auch die Portierung auf die aktuellen Konsolen an, also Xbox Series X und S und PlayStation 5. Wie viele Fahrzeuge werden da auf uns zukommen ungefähr? Da kann ich mich momentan nicht auf eine feste Zahl einigen. Ja. Ja. Also kann eine feste Zahl kommunizieren. Ja. Wie gesagt, also wir bieten an Limousinen, Kompaktwagen, Cabrios, Sportwagen, SUVs, die Kategorien bieten wir an. Und von denen werden wir dann gegebenenfalls auch mehrere Varianten anbieten. Ah, okay, perfekt. Hat man also diese Fahrzeuge generell von Anfang an zur Verfügung oder muss man sich, also man hat es zur Verfügung, kann dann frei wählen und man muss nicht erst irgendwas freischalten oder man hat auch kein Levelsystem oder sowas? Ganz genau, weil uns das einfach wichtig war, wir haben uns dafür entschieden, wir wollen Fahrzeugmodding haben. Ja. Also macht es irgendwie keinen Sinn, dass wir Fahrzeuge anbieten, die du dir erst spielen musst, die du erst freischalten musst. Ja? Wenn du dir jederzeit quasi über die Modding-Community jedes Fahrzeug nimmst, die du organisieren kannst. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, keine Beschränkung. Du kannst von Anfang an jedes Fahrzeug fahren, was du fahren möchtest. Okay, cool. Und du kannst auch jede Mission mit jedem Fahrzeug fahren, mit dem, was du möchtest. Ja. Ja. Das heißt, du kannst dann eine Trainingsmission oder ein Freeplay mit jedem Fahrzeug angehen, was du möchtest. Du kannst dann quasi sofort mit einem mit einem Fahrzeug, was einen Verbrennungsmotor hat, üben und dann dir auch noch aussuchen, ob das ein Verbrenner ist mit manueller Gangschaltung oder mit Automatikgangschaltung.
Ah ja, okay. Fahrzeuge upgraden oder sowas, das ist natürlich logischerweise dann auch nicht, weil normal ein Fahrzeug ist ja so, wie es ist. In der Regel bastelt man da ja nicht dran rum. Das stimmt, wir wollen aber während des Early Access noch einen Konfigurator hinzufügen, wo du gewisse Werte des Fahrzeugs verändern kannst, Ach so, um das also. auszuprobieren. Ah, Das aber okay. im Laufe des Early Access werden wir das wahrscheinlich hinzufügen, dass du gewisse Werte verändern kannst. Ja, wie zum Beispiel, wie stark ist die Haftung der Räder, wie weich ist die Federung, ja, wie stark ist der Motor und so weiter und so weiter und so weiter. Und ihr plant wahrscheinlich dieses Jahr noch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Genau, Ende diesen Jahres werden wir in den Early Access gehen. Und dann im Laufe des nächsten Jahres werden wir wahrscheinlich komplett veröffentlichen. Und das, wie gesagt, auf allen drei Plattformen: Windows PC, Xbox Series X und S und PlayStation 5. Okay, super. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt drauf. Gut, ich danke dir vielmals und wünsche dir schon mal vorab ein schönes Wochenende. Gleichfalls wünsche ich dir auch. Ciao, Und dann, ciao. bis dann. Ciao. So, das war es auch schon gewesen mit den ganzen neuen Titeln, die Aerosoft für uns auf Lager hatte. Ich bin sehr gespannt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar Favoriten dabei. Ein paar Sachen sind jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten, aber das ist ja dann auch immer Geschmackssache. Fakt ist eins, ich glaube, da werden ein paar richtig coole Dinge kommen und ich bin auch sehr gespannt, in den Kommentaren davon zu lesen, was ihr richtig gut findet und was euer Favorit so ist. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da und ich bin erstmal raus. Euer Manus. Tschüss. Und ciao.